Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar, wie ihr im Titel schon sicherlich gelesen habt, gibt es heute ein Beauty Haul. Und zwar ist es ein bisschen aus dem High-End-Bereich, was ich ja sehr selten zeige, weil ich auch selten High-End-Produkte zurzeit kaufe. Aber irgendwie bin ich wieder ein bisschen auf den Geschmack gekommen, High-End-Produkte zu kaufen. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich habe einige High-End-Produkte jetzt nur gekauft, weil es im Sale war, weil diese Produkte aus dem Sortiment gegangen sind und ja, einfach um bis zu 70% reduziert waren. Deshalb habe ich es auch gekauft. Und ansonsten hätte ich niemals so viele High-End-Produkte gekauft. Als erstes, was ich euch jetzt zeigen möchte, also als erstes muss ich euch auch sagen, die Produkte habe ich jetzt nicht alles im Monat April gekauft, sondern jetzt seit Dezember bis jetzt, also Dezember bis April habe ich jetzt einige Produkte gekauft. Einige Produkte habe ich wirklich ja schon ein bisschen länger und ja, fangen wir einfach damit an, damit das Video nicht allzu lange wird. Als erstes, was nicht wirklich mit Beauty zu tun hat, ist eine Bürste, und das ist zwar diese Angel Teaser, genau, Angel Teaser nennt sie sich, oder Tangle Angel glaube ich heißt die. Das sieht so aus und dann ist das einfach so eine Bürste. Viele haben sich ja beschwert, dass Tangle Teaser so keine, wie sagt man, keine Griff daran hat und man einfach immer so in den Händen halten muss und es nicht immer ja, so praktisch ist. Jetzt hat Tangle Angel ja, diese Bürste rausgebracht, was eine Art Tangle Teaser ist und ja, einfach mit einem Griff dran. Ist einfach praktischer zum Halten und ich finde es genauso gut wie die Tangle Teaser. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, seit ich euch quasi Tangle Teaser mit Stiel habe, gefällt mir diese Art von Tangle Teaser viel besser. Dieses Teil hier hat jetzt 19,90 Franken gekostet. Ich habe es bei Shop for Girls, glaube ich, heißt es. Ich werde euch unten in die Infobox verlinken. Ja, dort habe ich es gekauft. Die liebe Sharon hat jetzt überlegt, dass sie sich so etwas in den Shop zutut und ich finde es wirklich absolut toll. Sharon, falls du dieses Video siehst, absolut top. Ja, wie gesagt, 19,90 Franken plus Versandskosten. Aber für mich hat sich jetzt die über 20 Franken mit Versand hat es sich wirklich tatsächlich gelohnt. So eine Haarbürste hält ja auch ewig, also man wechselt sie ja nicht alle 3 Monate aus oder so. Ich finde es super und ich werde mir bestimmt auch nochmals so eins zulegen für im Badezimmer oder so. Mal schauen. Aber ich kann es euch wirklich empfehlen, wie gesagt, dieses Produkt werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Dann habe ich bei MAC, ja, bei MAC kaufe ich jetzt auch in letzter Zeit sehr selten ein, waren dann zwischendurch mal 1-2 Produkten. Aber ich habe jetzt eine LE, die kam glaube ich im Februar raus oder so. Bin jetzt gar nicht mehr sicher. Januar, Februar auf jeden Fall kam es raus. Und ich bin ja absoluter Highlighter-Junkie. Ich trage zwar sehr selten mal Highlighter. Seht ja auch selbst im Video, dass ich sehr selten Highlighter verwende. Ich habe heute zum Beispiel auch keinen Highlighter, aber durch den Blush, den ich trage, ja, sieht es einfach so aus, dass ich Highlighter trage. Deshalb, ja, sammle ich sie zurzeit, aber ja, ich verwende sie auch ganz gerne. Und zwar habe ich jetzt von MAC Superb gekauft. Die hat, glaube ich, um die 43 Schweizer Franken gekostet. Ja, ist nicht ganz so billig für das, was ich selten verwende, aber dieser Highlighter ist einfach so wunderschön.
ich muss das einfach mitnehmen. Und ich finde es super toll, auch für den Alltag. Es ist nicht so grob glitzerig oder so. Es glänzt wirklich schön natürlich. Und ich finde, MAC hat einfach die besten Highlighter, ja, für mich jetzt persönlich. Dann habe ich nochmals einen Highlighter gekauft, das kam jetzt auch irgendwann im Februar, glaube ich, raus, Anfangs Februar oder so. Und zwar spreche ich von der Sandy Lou Luminizer. Das ist von The Ball. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß den Preis nicht mehr, aber ich werde euch in der Infobox verlinken, wo ich es herbekommen habe. Das ist jetzt die, ja, das ist jetzt so ein pinkstichiger Highlighter, was jetzt aber nicht so stark rüberkommt. Man kann es auch super toll als Blush verwenden. Mache ich zum Teil auch, wenn ich wirklich einen leichten Glow auf der Wange haben möchte, trage ich dieses hier auf. Und es ist einfach, ja, man kann es wirklich tagtäglich verwenden. Es ist ein natürlicher Blush-Highlighter in einem. Finde ich super toll. Dann habe ich auch von der Band Betty Luminizer gekauft. Das ist jetzt so ein Bronzer. Habe ich jetzt, seit ich es habe, glaube ich, zweimal verwendet. Man muss wirklich ganz vorsichtig sein. Die sind, also ich finde, sie sind super gut pigmentiert. Und es hat einen leichten Glow jetzt, vor allem für den Sommer. Man kann es nicht sehen, aber ich werde die Swatches wie immer einblenden. Finde ich super toll, kann ich euch wirklich empfehlen. Für alle, die im Sommer auf Glow stehen und nicht zu viel Produkt im Gesicht tragen will, kann das als Blush auftragen und gleichzeitig hat man es auch als Highlighter und ein bisschen als Bronzer. Finde ich absolut genial. Zwei Produkte aus dem Kiko, Reihe sind so Blushes. Das sind jetzt die neue, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die LA heißt, aber wenn ich es im Online-Shop finde, werde ich es euch auch unten in der Infobox verlinken. Zwar habe ich hier ein Blush gekauft, die 01 Ipanema Peach. Das ist jetzt so ein rötlicher Blush, was ich super schön finde, mit goldigem Schimmer, also absolut genial. Und hier sind jetzt 8 Gramm enthalten und hat, glaube ich, 17,90 Franken oder so gekostet. Also wirklich nicht viel für, dass es eigentlich sehr viel Produkt hier enthalten ist. Finde ich absolut toll. Ihr müsst einfach mal die Verpackung anschauen. Ist wirklich absolut genial. Wie gesagt, falls ich es finde, werde ich euch das auch unten in der Infobox verlinken. Dann habe ich hier nochmals ein Blush und das ist 02 Copacabana Coral. Wie der Name schon sagt, ist so ein koralliger Ton, auch mit Schimmer. Also absolut geniales Produkt. Also es hat wirklich tolle Blushes. Ich konnte mich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden. Deshalb habe ich mir jetzt solche Farben für den Sommer entschieden. Und ja, es gibt, glaube ich, insgesamt 6 6 verschiedene Blushes und ich habe 2 davon. Dann, was jetzt auch ganz gehypt wird auf Instagram, sind die Dior, Dior Addict Fluid Stick. Ich habe 3 Varianten davon. Ich habe mir zuerst die 575 Wonderland gekauft. Das ist jetzt so ein schönes knalliges Rot-Pink, würde ich jetzt sagen. Also die beiden sind jetzt sich sehr ähnlich. Beide gehen so ins pink-rötlichere Farbrichtung. Und dann habe ich mir diesen hier noch gekauft, die 338 Mirage. Dieser Nude-Ton hat meine Mama mich damit angefixt. Ich bin so normalerweise überhaupt kein Nude-Ton-Typ so. Aber dieser Nude-Ton ist wirklich wunderschön und wenn man stark geschminkte Augen hat und dann diesen Lipgloss darüber aufträgt, sieht es einfach nur wunderschön natürlich aus und ich liebe es.
Und die Haltbarkeit ist wirklich absolut top. Wenn man es aufträgt, fühlt es sich an so wie, als würde man Wasser auftragen. Aber es hält wirklich Bombe und im Laufe der Zeit hat man einfach einen leichten Stain, wenn sich die obere Schicht ab ist, dann hat man wirklich einen wunderschönen Stain, was den ganzen Tag jetzt bei mir zumindest einige Stunden wirklich hält. Und ja, ich liebe es wirklich. Kann ich euch wirklich empfehlen. Kostet bei uns in der Schweiz 48,90. Genau, 48,90. Und es gibt noch jegliche weitere Farbe, ist auch wieder für jede Frau irgendetwas dabei. Also ich bin absolut zufrieden. Dann aus der Dior-Reihe, was im Sale war, habe ich mir auch die 575 Wonderland gekauft. Das ist jetzt auch so ein Rot-Pink-Ton, was wirklich absolut wunderschön ist. Also mir gefällt das absolut. Das ist jetzt aus dieser Dior Addict Extreme Reihe. Ich finde, die Verpackung ist auch wunderschön. Also allgemein, Dior hat sehr schöne Verpackungen. Diese Farbe hier ist aus dem Sortiment gegangen worden und ich habe anstatt, glaube oh, ich möchte jetzt keinen Preis sagen, aber auf jeden Fall habe ich nur noch 20 Franken dafür bezahlt. Und ja, für den Preis kann ich jetzt wirklich nichts sagen und auch für die Farbe. Ich finde es super toll und es hält auch einige Stunden auf den Lippen. Dann habe ich mir noch einige Blushes aus dem Sale gekauft, also besser gesagt drei Stück davon. Und die sind jetzt alle aus dem Sortiment genommen worden. Normalerweise kosten die über 60 Schweizer Franken. Ich habe noch 35 Schweizer Franken bezahlt. Ich habe jetzt einmal die 846 Lucky Pink. Wie der Name schon sagt, so ein Pinkton. Finde ich wunderschön. Habt ihr auf Instagram auch schon gesehen. Habe ich auch schon einige Male aufgetragen. Und die Haltbarkeit von den Blushes ist wirklich absolut toll. Also falls Dior wieder Sale hat in weiter Ferne, werde ich mir definitiv auch wieder solche Blushes zulegen, weil die hält wirklich Bombe. Und ja, dann habe ich noch 656 Coral Crusade. Das ist jetzt, wie der Name schon sagt, so ein koralliger Pinkton. Also absolut toller Farb für den Sommer. Also absolut genial. Dann zu guter Letzt habe ich 849 Mimi Bronze, wie der Name schon sagt, so ein Bronzeton, habe ich heute auch drauf. Also ich finde es absolut geniales. Alle diese drei Blushes hat einen leichten Glow, also wenn man es aufgetragen hat, muss man kein Highlighter mehr auftragen, weil es einfach so wunderschönen Glow hinterlässt, wie ihr sehen könnt. Also ich finde die absolut toll. Um 35 Schweizer Franken kann ich wirklich nicht sagen für solche tolle, wie sagt man, Produkte. Dann habe ich mir noch eine 5er Palette gekauft. Ich glaube, man nennt die Queens oder so. Also 5er Palette nennt man Queens. Und das ist jetzt die Farbe 754 Rosy Tan. Das sind diese wunderschönen Nude-Töne da, dabei, so leichtes Rosaton und Beige und Braun. Einfach wirklich super für den Alltag. Ja, ich habe mich auch schon damit geschminkt und ich finde die Qualität einfach absolut genial. Und die ist jetzt auch aus dem Sortiment genommen worden. Ich glaube, die kostet normalerweise um die 85 Schweizer Franken. Und ich habe jetzt noch 45 Schweizer Franken bezahlt. Dann zu guter Letzt von Dior habe ich mir noch ein Lip Balm gekauft. Das ist jetzt so eine Limited Edition. Ich glaube, die hat jetzt um die 43,90 gekostet. Das ist jetzt so ein koralliger Ton. Das ist halt so ein Lip Balm, was ganz leicht so ein bisschen einen minimen Hauch von Farbe abgibt. Beim Swatch sieht man das nicht, aber auf den Lippen
ich weiß nicht, wie die Colourpop oder so etwas von Maybelline, so etwas in dieser Art ist dieser Dior Lip Glow. Genau. Dann zu guter Letzt habe ich mir noch bei Estée Lauder habe ich mir noch etwas gekauft, und zwar die Pure Color Envy Lippenstift. Und zwar habe ich mir jetzt die 220 Powerful gekauft. Das ist jetzt so ein Pinkton, was ich jetzt auf den Lippen trage. Das ist jetzt quasi meine Lippenfarbe, aber besser. Und ich finde den Verschluss wirklich absolut toll. Es ist so magnetisch. Habt ihr das gehört? Also ich finde, die Verpackung ist wunderschön. Im Auftrag ist es wirklich butterig weich, und ich habe das Gefühl, dass es so eine pflegende Wirkung hat. Und es hält jetzt auch schon einige Stunden. Also wir haben jetzt kurz nach 2:30. Und ich habe es heute Morgen um 10:30 auftragen lassen oder so. Also, und ich habe in dieser Zeit noch gegessen und getrunken. Und ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so frisch, aber ich denke, man sieht die Farbe trotzdem noch. Und ich finde sie wunderschön, und es ist etwas mal etwas anderes. Ich trage sonst normalerweise in meiner Freizeit immer sehr knallige Farben, was halt ein bisschen auffällt. Und das ist jetzt ein bisschen zurückhaltender, aber doch auch was so ins Auge sticht, weil es halt so schön natürlich ist. Und das gefällt mir momentan auch sehr gut. Ja, das war's jetzt von diesem Video. Ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye! Hosen gekauft, und hier sind noch Hosenträger dabei mit Dinosaurier drauf.